Hallo zusammen und willkommen bei einem weiteren PvP-Video. Dieses Mal lief es nicht so gut. Absolut nicht gut. Ja, ich möchte euch hier zeigen, wo genau der Haken war. Also, wir hatten erstmal nicht alle Pferde. Nur ein Teil von uns hat Pferde bekommen. Wir waren auf dem Deed von Stoned und sollten ihnen helfen bei der Verteidigung gegen das Kingdom of Soul. Das sind die da hinten links in der Ecke. Ein paar von uns haben Pferde bekommen. Die restlichen Pferde waren wohl tot. Aber dann sind die ganzen Jungs hier einfach vorgeritten. Also, das waren nicht alle von uns. Hinter mir sind noch 4, 5 Leute. Aber die hatten halt keine Pferde. Aber die hier sind einfach vorgestürmt und haben gesagt, ich greife da jetzt an. Und da seht ihr gerade einen Mann alleine vorreiten. In einer Horde von 10 Plattenträgern, die alle auf Pferden sind und mehrere Pferde dabei noch haben. Das war absoluter Wahnsinn und absolut nicht abgesprochen. Und na gut. Also die restlichen Reiter stürmen vor, ich mit meinem lahmen Gaul und das Fußvolk versuchte auch noch hinzukommen. Aber wir wechseln jetzt auf Bogen. Denn wie ich euch beim anderen Video gesagt habe, es ist am allerwichtigsten am Anfang die Pferde wegzuschießen. Damit der Gegner keinen Höhenvorteil im Kampf hat, damit er nicht schnell genug wegkommt und so weiter und so weiter, wurde alles ignoriert. Dachte ich mir, okay, so bringt das nicht, wenn du jetzt nur die Pferde abschießt, macht ihr nicht genug Schaden, also bin ich da jetzt auch noch hin. Mit dem langsamen Pferd. Aber da waren die schon alle weg. Also ihr seht das schon, ihr seht jetzt den Hügel da runter. Warum auch immer sie diesen taktischen Vorteil von dieser Enge hier ignoriert haben. Die sind einfach raus und versuchen jetzt auf offenem Feld die hier anzugreifen. Die gehören alle zu einer Fraktion. Und zwar einer Spielerfraktion. Die sind alle im TS. Das wird alles strukturiert sein und einer wird sagen, tötet den. Dann tötet den. Und alle machen genau das, was er sagt. Und wir haben uns versucht im Team ein bisschen abzusprechen. Also nicht im TeamSpeak. Sondern hier im Chat. Aber beim Kämpfen kann man das eigentlich vollkommen knicken. Naja, und dann stirbt der Erste, stirbt der Nächste und das ist absoluter Horror. Also die Jungs hier in Blau-Grün, das ist das Kingdom of Soul, das Player-Made Kingdom. Und die haben uns tierisch den Arsch versohlt. Also ja, es sind sehr viele Leute von uns gestorben, das sieht ihr jetzt ja nach und nach. Es wurden auch sehr wichtige Affinities verloren. Man merkt den ersten taktischen Rückzug. Sehr viele wichtige Affinities verloren. Toriol zum Beispiel hat eine Langschwert-Affinität verloren. Das bedeutet, dass er mit jedem Skill-Gain bei Langschwert 10% mehr bekommen hat. Und das ist irre wichtig, gerade für jemanden, der PvP betreiben will. Ja, warum ich da vom Pferd gegangen bin, weiß ich auch gerade gar nicht. Ich glaube, das Pferd war am Sterben. Und da sind tierisch viele Leute gestorben und so kam ich schneller weg. Es müssten jetzt nach und nach die Death-Taps reinrattern von Leuten, die umkippen. Ihr seht ja, die sind alle auf einem Haufen, die Blaulinge, ne? Hauen auf einen Typen ein und bei uns ist die Hälfte weg, die andere Hälfte ist dran. Der da vorne steht, guckt nicht nach hinten. Nö, der prügelt einfach stur mit Tunnelblick auf sein Ziel vorne ein. Naja, Kalar ist da auch gestorben. Ich kann an seine Leiche nicht mehr ran, sonst wäre ich genau geendet wie der andere auch. Und wir verpieseln uns jetzt einfach nur. Gott sei Dank haben wir deren Pferde einigermaßen down bekommen. Und sie haben anscheinend nicht das Interesse, uns zu verfolgen. Warum auch immer. Also ich wäre hinterher gerannt, aber wenn der Feind flieht, dreht er sich nicht ganz so häufig um, weil er will halt schnell fliehen. Da kann man also nochmal hinterherlaufen und ein bisschen reinschlagen, aber hat soweit geklappt. Und zu dem Zeitpunkt hier bin ich auch schon durch den Tor durch und sie kommen nicht einfach hinterher. Dazu müssten sie die Schlösser knacken oder das Tor einreißen und das dauert ewig. Also bin ich hier jetzt schon sicher. Und die 3, 4 Überlebenden von den 12 Leuten oder so, wir kriegen sie jetzt durch ein Tor, durch das nächste Tor. Und versuchen dann später auch wieder hinterher zu kommen. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber am Ende haben wir uns wieder gesammelt. Es sind wieder genug Leute zusammengekommen. Dann sind wir in ein Boot rein und haben die verfolgt, weil die zu dem Zeitpunkt schon weggegangen sind. Die hatten ja 8 Kills. Und dann hatten wir versucht, sie auf dem Weg nach Hause noch umzubringen. Aber das klappte dann auch nicht, weil die waren zu schnell weg und waren dann einfach in ihrem Königreich und haben sich in der Mine versteckt und das war's. Also ja, hier seht ihr also mal, wie das auch nicht laufen sollte. Knackpunkt halt, Leute stürmen einfach vor, keiner guckt sich um, keiner versucht im Team zu denken. Also wenn ich jetzt das mache, wie reagieren die anderen drauf? Das kann man ja alles taktisch vorausberechnen, wenn man einigermaßen innehält, innerlich und nachdenkt. Das regt mich auf. Aber wenigstens bin ich nicht gestorben. Und das ist ja schon mal was Gutes. Oh ja, ich hoffe, für euch war es einigermaßen unterhaltsam und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.